Hallo und herzlich willkommen zurück zur Halle Turnau. Wir werden als erstes mal den Miststreuer auffüllen. Genau. So, Hammer. Rein. Den wieder hinstellen. Dann werden wir als nächstes mal nach unseren Kartoffelrudern schauen, was die so treiben. Die Flüge habe ich schon wieder in Betrieb genommen, die Kartoffelruder noch nicht. Der ist voll, den werde ich trotzdem mal anklicken, so, und dann kann der den mal abtanken. Schwuppdiwupps. Ganz schön schmutzig geworden bei den letzten Einsätzen hier. So, ich mach's mal hier rein, da kann er Ruhe abladen. So, dann als nächstes, was macht der Kartoffelroder hier? Der ist auch voll. Das ist ja halt, das ist ja ein Ding. Dann steigen wir mal in dem hier. Da passt auf alle Fälle noch was rein. So, wunderbar. Ich mache den Rest mal hier hinten rein, dann kann er Ruhe überladen. Und wir stören ihn nicht. So, was haben wir noch als nächstes? Die stehen hier unten so schön, das läuft. Dann hatten wir den Ruder, genau. Nee, nie zurücksetzen, Hilfe. Das willst du mal einsteigen, genau. Sind wir schon. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal eine Runde. Ich schalte das Ding mal an hier. Und es geht los. Ja, da müssen wir uns nur noch irgendwie einen Abfahrer hier organisieren. Aber das sollte auch kein Problem sein. So. Na, nichts stehen lassen. Sehr schön. Ja, irgendwie doch beeindruckend, wie er es macht.
der kleine Roter hier. Ich finde das irgendwie ganz niedlich. Wendig ist er auch. Und im Gegensatz zu den gezogenen Varianten ja doch nicht nur preiswert, sondern eben auch autark auf seine Art. Ne? Nettes Gerät. So, fahren wir noch eine Runde. Ja, wenn wir dann hier eine Runde gefahren haben, werden wir uns mal einen Abfahrer organisieren und dann werden wir noch was vorbereiten, denn wir möchten uns wieder etwas anschaffen. Etwas Schönes vielleicht. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Also ich gehe davon aus, dass uns nächstes Jahr der Ertrag deutlich nach oben geht. Nicht nur, weil wir Pflanzenschutz verwenden, sondern weil wir auch dreimal düngen, kuppern, pflügen, alles mögliche. Ja, das sind natürlich jetzt die Kosten. Aber ich denke, dass sich das nächstes Jahr dann nochmal besser auszahlt. Zumal wir ja dann auch weniger einnehmen als dieses Jahr. Und somit ist das doch eine gute Vorsorge, denke ich. So. Ich glaube, da haben wir was stehen lassen, aber können wir dann am Ende immer noch holen, ist kein Problem. So, das sind wir fast voll. Dann schauen wir mal, ausgefahren haben wir schon. Sehr gut. Dann heißt es jetzt Organisieren eines Abfahrers. So. Wie sieht denn das hier aus? Die stehen im Weg. Das ist ein bisschen ungünstig. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. So, Abfahrer. Ja, dann nehmen wir den. Müssen wir mal schauen, ob wir das diese Folge noch schaffen. Ansonsten machen wir es halt nächste Folge. Unsere Neuerwerbung. Aber ihr wisst ja, ich lasse mich da auch nicht stressen unbedingt. Ja, Stress mache ich mir selber schon genug. Mehr als genug. Muss nicht sein. Ja. So, dann fahren wir das mal rüber. Ja, mal was aus dem Alltag. Von Fortschritt, wenn das interessiert, solange wir rüberfahren. Es gab ja so eine sogenannte Planerfüllung oder Überplanerfüllung. Das wurde immer so festgelegt. Meistens war es dann so, zum Beispiel anhand von Fortschritt weiß ich das. Man hat da zum Beispiel die Traktoren gebaut. Ich sag mal am Tag 3 Stück.
Denn man hat ja auch nur für 3 Stück die Teile bekommen an dem Tag. Und deswegen konnte man auch nur 3 Stück zusammenbauen. Manchmal war es vielleicht auch, dass der eine nicht fertiggestellt werden konnte, weil das Teil defekt gegangen ist. Was ich ein Schutzblech oder irgendwas, keine Ahnung. Dann gab es eben den Tag der Planübererfüllung, so nannte sich das, glaube ich. Genau weiß ich das leider auch nicht. Bin ich nicht ganz informiert. Ja, wir fahren hier lang. Aber so müsst ihr euch das vorstellen, den Tag der Planübererfüllung. Und das Problem war nur, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr müsst an dem einen Tag etwas mehr bauen und seid auf den Zulieferer angewiesen, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn der Zulieferer das nicht liefert, dass das ein Rattenschwanz wird. Ganz am Ende trifft es eigentlich den oder die Firmen, die die Grundkomponenten herstellen. Und wenn die das aus Materialmangel zum Beispiel nicht herstellen können oder einfach nicht liefern, um das mal ganz blöd auszudrücken, dann sollst du an dem Tag zum Beispiel 4 Traktoren herstellen für die Planübererfüllung. Kannst es aber nicht, weil entweder der Traktor unvollständig geliefert wurde, der vierte, oder gar nicht die Teile dafür. So, und bei Fortschritt weiß ich das, hat man dann, ist man dann rausgegangen zu den fertigen Traktoren, die draußen auf dem Hof standen, die letzten Tage fertig geworden sind und dann eben für die Auslieferung bereitstanden, hat man dann dort die Teile abgebaut, um diesen 4. Traktor fertigzustellen, damit die Planübererfüllung gewährleistet ist. Ein Irrsinn an sich, oder? Wenn man darüber mal nachdenkt, das ist doch Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Ich meine, wir alle haben es jetzt festgestellt, im Kapitalismus ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und auch dort gibt es nicht alles, so wie es früher immer gesagt wurde, wie es immer gerne propagiert wird. Im Kapitalismus gibt es alles. Nein, es gibt im Kapitalismus das, was geht, was funktioniert, was sich verkaufen lässt. Alles gibt es auch nicht. Ne? Da ist manchmal eine Planwirtschaft in manchen Beziehungen doch besser. Weil dort einfach Dinge hergestellt sind, die braucht man jetzt nicht. Im Winter, sage ich mal, aber im Sommer braucht man sie halt und die werden aber trotzdem das ganze Jahr hergestellt. Und wenn man sie bräuchte, kann man sie abfordern. Das ist in vielen Bereichen der heutigen Wirtschaft leider nicht so. Ob das gut oder schlecht ist, muss jeder für sich ausmachen. Ob das eine System gut war oder schlecht, muss jeder für sich ausmachen. Ich rede nur vom wirtschaftlichen Aspekt oder Bereich, nicht vom ideologischen. Ja, das bitte klar abgrenzen. Ja. Ich bin aber auch ein Mensch, der sagt, dieses System ist in der Menschlichkeit dem kapitalistischen 100-mal überlegen. Und leider würde ich sagen, für immer von diesem Planeten verloren. Der Zusammenhalt war einfach anders. Die Kollegialität war anders. Es war nicht so ein Ärmel- oder Ellenbogengerangel, wie es heute ist. Oh, der könnte meinen Job kriegen. Oder ich könnte seinen kriegen, wenn ich das und das tue. Wahnsinn. Oder ich könnte die Stelle dort in der Firma kriegen, also in der Außenstelle. Wenn ich das und das tue, dann kriegt der die Stelle nie. Alles solche Dinge. Ja. Aber das ist so, erinnert mich manchmal so ein bisschen an die Bundeswehr. Früher gab es, glaube ich, Beförderung nach Leistung. Heute gibt es Beförderung nach Zeit. Finde ich irgendwie krass. Ja. Wenn das eine Pfeife ist, warum soll das ein Oberstleutnant sein? Mal drüber nachdenken, weil der ist nämlich dann derjenige, der dich im Ernstfall in den Tod schickt. Um das mal ganz blöd zu formulieren. Ja, und da habe ich eigentlich prinzipiell was dagegen. Es gibt bestimmt viele Gute, nur diese vielen Guten wären höchstwahrscheinlich sinnlos verheizt. Und das, was übrig bleibt, ist einfach nur Schund. Ja, egal, anderes Thema. Das wollte ich bloß mal gesagt haben zu den Machenschaften von Fortschritt. Oder allgemein, wie es im sozialistischen Arbeitsweise war. Das war ja nicht bloß bei Fortschritt so, das war auch in anderen Bereichen so.
Ist einfach Wahnsinn. Du hast die Materialien, die sollst trotzdem Vierer herstellen, dann holst du den draußen von dem fertigen Traktor, baust du die Teile ab. Dann steht er draußen, vielleicht teilweise ungeschützt, der Regen prasselt drauf, tagelang, bis das Teil wieder da ist, was du wieder dran montieren kannst. Weiß ich nicht, das ist echt der Hammer. Gut, die Folge wird dann auch schon rum. Nächste Folge auf alle Fälle, ich verspreche es euch, dann gehen wir was shoppen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.